So, wir sind jetzt hier bei der Pokémon Sonne und Mond Spezialdemo. Ich habe den Lugi zu Gast. Ja, hi. Und wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Haben beide noch nicht wirklich einen Plan davon, was einen so in dieser Demo-Version Ja, aber wir erwartet. haben auf jeden Fall viel Gutes gehört darüber. Ja, Also auf jeden Fall und runterladen, auch wenn es eine Ewigkeit dauert. ja, und ein bisschen was haben wir natürlich trotzdem mitbekommen. Ja, und ich denke mal, Deutsch kann man dann schon mal machen, ne? Man auf jeden Fall machen. Und da sieht man auch schon die Alola-Region Ich finde es von auch mega oben. gut, dass das neue Spiel auf Hawaii spielt. Also Hawaii ist echt Ist eine schöne ziemlich Insel, gut. ne? Ja, ist eine schöne Insel. Ja, vor allem wenn man da schon mal so Ja, vor allem ein auch bisschen durch was Pokémon, also unterwegs das war. ist halt auch so eine Sache. Ja, Also gibt einen guten Bezug ich hätte dazu, mir auch denke sehr ich mal. gewünscht, dass das Spiel generell dass Worlds auf Hawaii sind dieses Jahr. Ja, nächstes Jahr meinst du. Ja, genau. Ja, Und aber aber so ist es Anaheim. immerhin können wir das Spiel noch auf Hawaii genießen. Ja, genau, wir sind in der Alola-Region angekommen. Und da ist auch schon die Rede von dem Quaiutsu. Ja, das ist ja das Besondere, was man in der Demo hier erspielen kann quasi. Ja, genau. Das ist ja schon bekannt. Auf dem Brief ist einfach mal kein Absender oder so. Aber wir wissen schon mal, dass wir ein Quaiutsu haben. Ja, und jetzt? Wohl zum Rathaus und uns für irgendwas anmelden. Und unser Name ist wohl standardmäßig Sun. How Holy City, Ja, Einkaufszentrum. apropos, welche Edition kauft ihr euch so? Hi. Sun oder Moon? Ja, was wird's bei dir? Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt noch nicht. Also ich finde, also Mond finde ich eigentlich so vom Namen und alles her cooler. Aber bisher finde ich Sun so von den ganzen Pokémon, die released wurden, davon eigentlich besser und. Ja, ich bin ehrlich gesagt auch noch ein bisschen unentschlossen. Habe ich sonst eher nicht so, da wusste ich Ja. eher relativ früh, was ich da nehme. Aber ich glaube tatsächlich, dass es bei mir eher Sun wird. Ja, könnte ich mir auch vorstellen, aber das bleibt, denke ich, bis zum Schluss offen. Wahrscheinlich wird es eine recht spontane Entscheidung. Ja. Aber schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ja, Welche Edition kauft ihr euch? wird mich auf Sonne jeden oder Fall auch Mond? mal interessieren. So. Aber schauen wir mal, was in der Demo so alles hier passiert. Das Gut ist. Ding will Weile haben. Ist Ja, das auch ist jetzt ein scheinbar wichtiges erstmal so Sprichwort. die Anmeldung in der Stadt gewesen, weil man eben neu dazugekommen ist. Und wir können hier direkt mal ein bisschen rumlaufen. Ach du Und da Scheiße, da kommt schon kommt uns jemand. jemand entgegen. Ach du Scheiße. Und das ist Tali. Bist du Sun? Ja, nett dich kennenzulernen. Wer der ist, wollen wir nicht wissen. Nö. Das erzählt er Er uns aber sagt trotzdem. er auch so, also alles cool. Ja, dann ist ja gut. Von meinem Opi also. Ja. Ist jetzt scheinbar so entschieden, dass wir gute Freunde werden, ne? Ja, wir haben nicht mal nach dem Namen Alola. gefragt oder so, aber ist okay. Passt schon. Der sieht nach einem ganz coolen Dude aus, so. Kann man schon mal mit. Okay, jetzt Ja, rastet er ein jetzt bisschen rastet der aus, komplett aus, aber aber. der hört doch nicht auf. Der hört auch Selbst in der nicht neuen auf. Kameraeinstellung macht er weiter. Ja, egal. Der wird uns schon nicht zu sehr nerven, hoffe ich mal. Jo, danke. Haben die jetzt irgendwas gesagt, was so die Mission ist? Oder soll ich einfach mal rausgehen? Ich würde sagen, erstmal rausgehen und schauen, wie das so ist. Ja, da geht's weiter. Und da sind direkt so böse Leute, wie es So aussieht. Gangster. Gibt Ach du direkt mal Scheiße, Stress. guck mal, wie die laufen. Nach den ersten 2 Minuten gibt's Stress von denen. Wie reden die denn, Alter? Ja, Team Skull war das genau. So heißen die. Die klauen also. Ja, ist halt auch nicht gut. Hey, komm mal runter, Kleiner, sagt er. Mein Bro will Will sagen, sagen, sei keine seid keine Dickschädel. Dickschädel und lasst eure Pokémon rüberwachsen. Kapiert? Das sage ich nur zu. Ja. Ey, meinst du, wir können jetzt direkt gegen die kämpfen?
Ja, wäre auf jeden Fall geisteskrank. Ja, wahrscheinlich Quajutsu jetzt erstmal, ne? Mhm. Ja, geht direkt los. Ja, wie die Kämpfe so inszeniert werden, sieht auf jeden Fall geisteskrank aus. Davon hat man ja auch in vielen Trailern immer ja schon was gesehen und das ist echt... Dass sie so ihrem alten Stil treu bleiben, so das Team immer so rein, ne? Ist auch gut. Ja, ist auch gut und wichtig. Hat halt nur ein Pokémon. Ist halt Mangunia oder so. Mangunia. Der sieht ja aus wie Donald Trump. Da gab es ja zahlreiche Bilder. Ja, der sieht ein Bilder bisschen zu. Aus wie Donald Trump, ja. So Friesen. Das Kampf im Menü sieht auch komplett anders aus, wie man hier sieht. Und hier sieht man auch direkt schon, wie krass einfach die Kampfumgebung ist. Ja, das stimmt. Das sieht man jetzt erstmal so ganz. Jetzt kann man L plus A drücken für Info. Okay. Ja, ist auch nicht dann schlecht, ne? Sieht man direkt die Infos zu der Attacke. Und ich würde sagen, ich mache einfach mal Wasserschuhrinken. Oder? Wie kann man denn hier mal, dass der Ash Greninja wird? Wie macht man das? Ich meine, der muss erst irgendwie im Kampf einen besiegen. Und in der Demo muss man wahrscheinlich erst was bekommen oder so. Oder schaffen, damit er das dann kann. Toll. Schätze ich mal. Toll. Ja, toll. 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 Ich denke schon, dass wir das noch sehen werden. Ach du Scheiße, guck mal, wie die schreiben. Ja, no way. Die reden immer von Bros untereinander. Die sind hängen geblieben, Alter. Denen. Ja. Ja, hat er doch gesehen, oder nicht? Gemacht. Hat er doch gesehen. Ja, seine brauchen jetzt schon. Ja, die brauchen eine Flaschenaufpause. Der muss ins Pokémon Center. Ja, unsere nicht, oder? Das weißt du doch. Ja, was auch schon cool ist, man hat nicht mehr dieses Gitter-Movement. Also man kann jetzt nicht nur so diagonal oder in der horizontalen und vertikalen gehen, sondern es ist halt komplett freies Movement. Mhm. Das macht es natürlich auch um einiges flüssiger direkt. Ja, das ist echt krass. Und ja, Quajutsu ist voll einfach. Ja, der braucht sowas nicht. Braucht sowas nicht. Der ist immer fit scheinbar. Wo soll ich denn überhaupt mal hin? Wer ist das? Ja, ist zuckersüß. Ja, Corazon ist echt süß. Ja, das war's. Mehr sagt die nicht. Ja. Ja, geh doch mal ins Pokémon Center. Da ist der eine Typ gerade hingerannt. In welche Richtung war das denn? Ah, da. Ja, na ja, da. Schon. Siehst du noch. Ja, ja. Cool. Fettes Pokémon Center auf jeden Fall. Man muss A drücken zum Reingehen. Ach du Scheiße, guck dir das mal an. Ja, ist fett, ne? Das hat uns dein Bruder ja schon gezeigt, als er letztens vorbeikam. Aber das jetzt so selbst mal auf dem DS zu erleben, ist... Ja, was soll ich sagen? Geisteskrank. Ist schon wieder geisteskrank, ja. Ja. Und wir kriegen noch einen Supertrank geschenkt. Wir kriegen bis jetzt schon ziemlich viele Geschenke, so, ne? Quajutsu, Supertrank. Ist okay. Aber was wollen wir denn sonst hier? Quajutsu war doch voll, habe ich gerade noch geguckt. Einfach trotzdem mal heilen. Gucken, wie es aussieht. Könnte man ja mal sich überlegen. Könnte man sich mal überlegen, ne? Boah. Ach du Scheiße. Was ist denn bei Leuten denen los? Das war geisteskrank. Die rasten ja komplett aus. Oh, versehentlich einmal zu viel A gedrückt. Passiert schon seit ja, der roten dem? Und blauen. Ja, soll ich ihn fragen, was mit dem ist? Hm. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, dann geh mal raus, ich glaube, da gibt's der nichts. Der Markt mehr. Auch noch hier drin auf jeden Fall, aber da können wir erstmal rausgehen. Würde ich auch mal sagen. Ey, hör mal auf. Wer ist das? Professor Kukui. Ich hoffe auch, man sieht diesen, alles klar. Diesen Professor Eich. Den gibt's den ja neuen. Auch. Den neuen? Den neuen hier. Weißt du, wie ich mein? Nee, ich habe das bisher noch nicht so richtig gesehen. Aber Professor Eich kommt in diese Region, oder was? Naja, der sieht zumindest so aus. Oder ja, es gibt auf jeden Fall Zwillingsbruder sein. Ja, oder sowas. Okay. Ich weiß es nicht. Einfach mal abwarten. Ich wollte mich nicht zu sehr spoilern lassen, aber irgendwie kriegt man halt doch mal was mit über Twitter, Facebook, alles halt. Ja, genau. WhatsApp. Fuck Social Media einfach. Ja, und jetzt
haben wir eben den Professor kennengelernt. Der hat irgendwie auch gar nicht mal so viel an für einen Professor. Ja, die sind auch auf Hawaii, weißt du, wie geisteskrank ja. das da ist? Ja, guck dir das mal an, macht, ey, die Umgebung. Macht schon Sinn, da auch mal... Mach mal 3D hier an. 3D gibt's hier nicht. Mach mal 3D. Ich glaube, der 3D-Effekt ist eh komplett raus oder so. Also echt? Quasi. Gibt's auf jeden Fall nicht mehr so oft. Wovon redet er hier überhaupt? Hast du mitgelesen? Was für eine Prüfung hat man? Ein alter Brauch in Alola. Also, okay. Ja. Machen wir, oder? Ja, klar. Welche Prüfung soll uns schon aufhalten, oder? Ja, das ist halt die Mission in dem Spiel, muss man halt mal machen. Tankerradhügel, alles klar. Der ist auch zuversichtlich, dass wir das schaffen mit Quajutsu. Also, mal schauen, was das für eine Prüfung wird. Hallo. Ja, will ich. Das war ja einfach. Das war ja einfach. Tenkaradhügel. Cool. Kämpfen. Ach du Scheiße. Ja, wissen wir seit Rot und Blau. Wissen wir schon eine ganze Zeit lang auf jeden Fall. Aber es gibt bestimmt auch Spieler, die das da zum ersten Mal hören. Tatsächlich. So, wollen wir mal gucken, was hier so kommt. Nach dem ersten Schritt kommt auf jeden Fall schon was. Alter. Und es ist ein Pepek. Pepek, alles klar. Am Anfang muss es immer so einen Vogel geben. Ja, das ist auch gut so, dass sie das so machen. Ja, das ist auch richtig auf jeden Fall. Was machen wir mal? Nachthieb. Ja, Entwicklung. Stand das da? Nee. Warum sagst du es dann? Kann man den nicht fangen? Ja, wir haben keine Bälle, oder? Schau doch mal nach, hättest du ja mal nachschauen können. Ja. Was machst du, wenn wir jetzt einen Shiny finden? Ja, wir haben nur den Supertrank. Ja, dann hol dir erstmal ein Bälle. Würde ich mal sagen. Hätten wir uns auch im Markt einfach mal gönnen können, oder? Meinst du, das geht? Nee, wahrscheinlich nicht. Wir gehen einfach mal weiter. Okay. Er redet irgendwas von einem Drachenmann, was uns erwarten wird. Alter, also die Overworld sieht echt geisteskrank aus. Ja, ist schön, ne? Ist echt schön. Mit Wasser. Mal gucken, was sie so... Sand. Und so. Mit Wasser, Sand. Ist auf jeden Fall schick. Ach du ja. Scheiße. Ja, guck dir das an. Der sieht auch ein bisschen brutal aus. Weiß nicht, ob wir den besiegen. Ja, kriegen wir hin. Und ich laufe nicht in seinen Blick, sondern spreche ihn einfach. Er redet einfach so. Ja, und er dreht sich nicht mal zu mir um. Das muss auf jeden Fall noch gefixt werden. Ja, unbedingt. Sonst kaufe ich das Spiel nicht. Auch noch Knirps, Mitch. Ja, dass die Teenager weggemacht haben, finde ich jetzt auch schwach. Teenager, ja. Die Legende. Teenager. Der hat auf jeden Fall diesen geilen Hund da. Ja, wie heißt den der man jetzt auf noch jeden mal? Fall holen muss. Ja, Wuffels. Wuffels, genau. Ist ja ein Hund. Ja. Wie so, soll der sonst machen rein? Wir jetzt? Ja, haben wir eine andere Wahl als Wasserschurigen? Hä? Warum ja, das warum denn? Nicht? Das haben wir noch nicht gesehen. Aber ist halt Aeroas, ja, ne? Macht halt keinen Damage. Jetzt sehen wir auch mal einen Angriff der, von der dem. Ist doch Gestein, das Mann. Macht auch keinen Damage. Ja, aber außerdem der, aber, haben wir noch einen Supertrank. Aber der ist doch Gestein. Ja, dann ist Wasserschuriken schon am besten. Aber wir müssen doch mal alle Attacken gesehen haben, oder? Ja, ist ja nicht der letzte Kampf, den wir jetzt machen. Ja, der Squajutsu kann schon was ab. Nee, das war Quatsch. Doch? Nee. Zum Glück hat der Spaß gemacht. Okay, dann weiter. Was ist das für ein Schild zur Prüfung? Neue Pokémon suchen willst du gar nicht, oder wie? Nee, da kommt doch eh nur Pepek und solange wir nichts fangen können, will ich erstmal weiter. Na komm, Shiny. Dann wolltest du zurück? Ich meine, du kannst auch mal übernehmen. Wenn du lieber noch was im Gras rumlaufen wolltest. Mhm. Ich will noch ein bisschen was im Gras rumlaufen.
Ja, jetzt reden wir erstmal mit dem Professor noch. Jetzt müssen wir erstmal Fotos machen, um die Prüfung zu bestehen. Was? Das, das hat er gerade gesagt, oder nicht? Jawohl. Ey, Rotom. Ist das nicht dieses Rotom-Ding? Pokémon-Sucher erhalten. Das finde ich auch geil, dass die einfach Rotom da drin haben. Das ist komplett verrückt. Ja. Vermutest du, dass ich eines der... Welche vier müssen wir überhaupt suchen? Ja. Mein Pikachu ist ziemlich stark, ja. Steht Quajutsu in nichts nach, hast du das gehört? Ja, der schenkt uns den jetzt sogar. Ach so. Ja. Ja, warum... Jetzt haben wir auch noch Pikachu. Jetzt haben ja, wir aber hätte Quajutsu auch mal ein neues Pokémon sein können. Hätte auch mal ein neues Pokémon sein können. Die Quajutsu, Pikachu kennen wir alle. Ne? Hier, der hat uns gesagt, wonach wir suchen sollen. Miniras und eben hat er noch was anderes genannt. Der ist ganz also in der Nähe. Mal schauen. Der ist in der Nähe, aber... Ja, in der Nähe sagt er immer viel. Kennt man ja von Pokémon Go auch. Ja, schade, dass das Spiel RIP ist. So, was müssen wir... Ja, das hatte ich vor. Da geht's zurück, oder was? Nee, du musst mit dem Fotogerät musst dann machen. Drück mal X hier. Ach so. Wo ist der? Ja, im Beutel scheinbar nicht. Wie soll man das denn machen? Hat der doch gar nicht gesagt. Ey, warte, wir müssen, der hat aber auch vom wilden Gras geredet, oder? Ja, nicht? Oder? Ich glaube, wir haben den gar nicht irgendwo, sondern... Ja, ja, man ja, muss zu sich. Aber hier geht's ja zurück. Ja, du musst im Gras nach dem suchen, da ist doch Miniras. Und jetzt soll ich hier einfach rumlaufen? Ja, bis Miniras kommt. Ich dachte, wir haben den Sucher und müssen damit was machen. Ja. Und das ist Mangunior schon wieder. Der ist nicht Miniras. Ja, lass mich mal, irgendwie muss man den doch kriegen. Ja, ich glaube, dass wir den Sucher irgendwie benutzen müssen, war schon richtig. Mhm. Vielleicht mit Select? Nee. Hier, Pfeiltaste. R, L. Geht alles nichts. Ja, du musst, glaube ich, nochmal in die Höhle gehen. Wir sollten mal lesen, was die sagen. Ja, ein bisschen besser auf jeden Fall. Ja, guck halt einfach mal, ob du da irgendwo an der Wand was anklicken kannst oder so, ne? Ja, da zum Beispiel. So benutzt man den Sucher. So macht man das. Ah, und jetzt kannst du ein Foto machen mit dem Schiebepad. Nein, mit dem Schiebepad, nicht mit dem Gyrosensor. Den könnte man wahrscheinlich da auch anmachen, ja. Aber ist ja jetzt Quatsch. R oder dem A-Knopf. A-Knopf machen wir. Ja. Den kann ich auch jetzt. Perfekt, oder? Kann ich ihn auch fangen? Quasi neue Edition und Pokémon Snap in einem. Und Fotokamera. Und Fotokamera. Ja. Gehört das nicht zu Pokémon Snap? Das Snapchat. Snapchat. Man kann jetzt Snaps von dem Pokémon machen. Man kann Facewap machen. Ja, ich glaube, das geht wohl nicht. Ja, aber den können wir jetzt auch nicht fangen. Was soll das? Aber so ein bisschen Pokémon Snap ist schon okay. Mal ein paar Fotos. Pokémon Snapchat. Dass der dann auch einen angreift, ne? Man macht ein Foto und der greift an. Was ja, geil ist, ist halt schon ist wieder die Kampfumgebung. Die Monster haben halt richtige Schatten, nicht diesen Boden mehr. Es sieht schon ziemlich cool aus. Ja, das ist echt schön. Was ist der für ein Typ? Ja, bestimmt Gesteindrache oder so. Ja, irgendwie sowas. Ja, okay, war nicht sehr effektiv. Doch. Das ist doch nur Wasserschuriken. Doch. Warum stand er dann nicht sehr effektiv? Ja, was ist das für ein Typ? Nicht sehr effektiv, war ja, gute Frage. Steht das nicht? Ja, wir können es wahrscheinlich nachgucken, ne? Hier, wenn wir den anklicken. Da steht nix. Was ist das denn? Da steht tatsächlich nicht so viel, vielleicht... Vielleicht muss man den gefangen haben. Erst wenn man den gefangen hat, genau. Dann kriegt man da mehr Infos. Aber hier zum Beispiel haben wir jetzt unten dieses Plus. Erstmal auf Pokémon getippt. Dieses Plus da stehen. Wasser, Unlicht und... Da sehen wir jetzt auch hier, dass... die Verteidigung gedroppt ist, richtig? Oh, das ist sehr gut. Genau. Das ist echt genial. Und was soll das hier mit dem Freundschaftsakt? Besiegt es ein Ziel, die Freundschaft zu... Ah, ja, dann nimmt der Ash vor. Ja. Aber dafür brauchen wir einen Kampf, wo mehr als ein Pokémon kommt, weil sonst... Er muss erst eins besiegen, ehe er in die Ash-Form kann.
Ja, dann auch nochmal Wasserschuriken. Vielleicht haben wir jetzt höheren Roll. Und dann ist der. Ja, der kann auch öfter als zweimal treffen, auch nicht. Ja, ist das so? Nee, scheinbar nicht. Ja, einfach nochmal. Ja, haben wir gut gemacht. Haben wir gut gemacht, ne? Schönes Foto vorher geschossen, dann umgeklatscht, haben wir gut gemacht. Weil Fotos sind wichtig. Ja, Fotos sind wichtig auf jeden Fall. Das ist ja aber ein echt schöner Schnappschuss. Ja, oder? Das hat er vergessen. Das muss das Blitzlicht sein, ja. Noch 3 Pokémon müssen wir jetzt knipsen. Irgendwelche. Ja, mittlerweile kommen wir hier auch weiter. Da ist die, diese nächste Einkerbung. Da ist wieder eine Präsenz zu spüren. Ja. Dann mal wieder der Pokémon-Suche. Das ist voll geisteskrank, wie man Rotom einfach so da hinschickt. Ja. Und diesmal... Ja, wieder derselbe. Mach schnell. Hammer-Foto. Und es geht schon wieder direkt in den Kampf. Wegen dem Blitzlicht. Hier was. Ja, kannst du auch flüchten? Die Prüfung ist noch nicht vorbei, mein Sohn. Ja, dann. Nein, mach das auf gar keinen Fall nochmal. Ja. Ja, wähl du mal die Attacken aus, wenn du. Ja, auf jeden Fall mal Aeroplan hast. Oder Nachthieb, Alter. Ey, er trifft mehr als 2-mal. Ja, hab ich ja gesagt. Ja. Ich war mir ja sicher, hab ich ja gesagt. Scheiße, Silberblick. Du wolltest mir ja nicht glauben. Scheiße, Silberblick. Jetzt sieht man wieder. Ja, jetzt sieht man wieder, dass man. Echt den Touchpin drauf hat. Dass man den Drop hat. Den ja, Drop ich glaube, den Fehler, den wir machen, man muss gar nicht aufs Plus drücken, sondern kann auch einfach. Ah, ah. Also, aber an dem Plus sieht man, dass eben ein. Nachthieb, was macht Wert der auf verändert den? Ist. Macht schon ein bisschen mehr, ne? Ja, war schon. Konnte man jetzt halt nicht so gut sehen, ne? Aber hat auf jeden Fall gereicht. So, noch 2 Pokémon fotografieren. Und ich glaube, dann können wir auch mal einen Einschnitt machen. Dann sind das war noch nicht das letzte, hier kommt noch eins. Ja, 2 Stück noch, oder? Oder? Nee, dann. Ach so, meintest du? Ja, nee. Musst dich schon ein bisschen bewegen. Da ist wieder wer. Wir sind mittlerweile schon auf über 20 Minuten. Ja, wollen wir aktivieren, machen wir. Für die erste Mission. Oh, die Entwicklung. Alter, der ist richtig schnell. Ja, drück ab, jawohl. Den habe ich gesnapchattet. Mediras ist das. Die Entwicklung von dem. Ach du Scheiße. Ja, der ist krass. Das ist auch echt ein schönes Pokémon, also haben die. Ja, den finde ich haben auch. Haben die ein schönes Pokémon gemacht. Generell, also über die neuen Pokémon kann man jetzt eigentlich nicht so ja, viel machen. Ich bin auch bisher recht zufrieden. Also kann man natürlich immer machen, ne? Aber ist auch nicht effektiv. Ja, dann hat er jetzt scheinbar einen anderen Typ als Entwicklung. Machen wir nochmal Wasserschuriken. Ne? Ja. Haben wir ja keine Wahl. Haben wir keine Wahl. Das macht ja noch weniger. Das macht ja gar nichts. Komm, triff nochmal, jawohl. Nochmal. Warum kein Crit? Und nochmal. Jetzt aber Crit, oder? Schade. Bringt eh nichts. Ja, hätte nicht so viel gebracht. Okay, Masse kann der jetzt. Boah, guck dir das an. Guck dir das an. Richtig böses Gesicht ausgepackt. Machen wir mal Aeros. Ja. Mal gucken, was der macht. Ja, wird wohl reichen, oder? Oh, das ist sehr effektiv. Jetzt ist es sehr effektiv. Ach, der ist Kampfdrache war der. Deswegen war allerdings nicht, ne? Kampfdrache ja, ist auch. Ja, macht dann Sinn. Krasses Typing. Ja. Ist geisteskrank. Wir haben 3 Pokémon fotografiert, Lugi. Oh. Oh. Jetzt kommt der Große, oder wie? Jetzt kommt der Große. Ja, der wird dann auch Drachekampf sein, ne? Wollen wir es hoffen? Sind wir ja eigentlich richtig? Ja, wahrscheinlich. Da kommt der jetzt angeflogen, oder was? Ja, geisteskrank. Schauen wir mal. Ja.
Dann guck mal rum. Man hört ihn doch schon. Ja, wo ist er? Man kann sich nicht weiterdrehen. Hä? Guck mal oben rechts. Bisschen höher vielleicht? Da rechts. Weiter geht's nicht. Nö. Einfach mal ein Foto machen. Einfach so. Aha. Aha, sagt Foto. Aha, sagt er einfach nur. Da ist er doch. Das ist aber nicht die Endentwicklung, oder? Nee. Oder sieht der jetzt nur so klein aus, weil... Nee, ist wieder der. Ja, das ist ja voll läppsch, warum? Der kommt einfach angerannt. Alter. Der will's richtig wissen. Der macht ernst. Aber wir wissen ja, Mediras Herrscher? Was soll das denn sein? Ja, der ist... Ach du Scheiße, was der... Was geht denn mit dem? Hä? Spezialverteidigungsboost stand da, seit oder? Wann kann der sowas einfach machen? Ja, ist Herrscher. Der kann sowas. Bei Aeroas steht sogar drunter, dass es sehr effektiv ist. Siehst du das? Und, ah. bei Wasserschuhregen nicht sehr effektiv. Noch einmal. Der gönnt sich erstmal. Oh oh. Ja. Jetzt ist er leichter. Jetzt ruft der Mitstreiter? Was? Jawohl! Toll, Wuffels. Jawohl. Das ist alles, oder wie? Wird dem viel helfen jetzt. Dem geben wir direkt Wasserschuriken. Den Wuffel. Ja, dann ist der schon mal weg, oder? Dann nochmal Aeroas und dann hat sich ja das auch wieder. Jetzt sind wir sogar geil. Echt. Zum Glück hat der Verstärkung geholt. Alter. Boots. Bö. Echt Quajutsu, obwohl wir nicht echt sind. Guck dir das an. Der macht nochmal. Der macht einfach weiter. Er ist halt immer noch nicht schneller als wir, deswegen muss er das machen. Aber wahrscheinlich sind wir durch Ashform noch schneller. So, mal gucken, was hat der jetzt eigentlich für Stats hier? Steht hier nicht. Er muss so auf Pokémon. Ja, hätten sie auch mal da machen können, oder nicht? Ja, irgendwo. Nee. Naja. Ist halt jetzt krass? Ja, geht so, ne? Ist halt auch Level 36. 36. Ja, machen wir nochmal Aeroas, dann ist. Dann ist fertig. Das Ding durch. Kopfnuss gibt er uns erstmal. Kann der nicht Kampfattacke machen? Zack. Jawohl, Level up, ey. Oh. Aber sieht generell alles ziemlich. Alter. Ziemlich gut aus, so, ne? Guck dir das an! Der dreht sich sogar noch um. Ja. Also, allein wie es aussieht, finde ich schon ziemlich cool so. Also man sieht halt auch einfach Fortschritt, ne? Mhm. Es ist schon wieder einiges geändert auch. Ja, das war dann wohl jetzt die Prüfung. Jetzt bekommen wir den Z-Ring, Alter. Und wir bekommen den Z-Ring. Damit kann man krasse Attacken machen. Da ist es natürlich auch noch ein Geschenk, sogenannter Z-Kristall. Man braucht noch den Kristall dazu, sonst bringt der Ring auch nicht so viel. Und Typ Elektro kriegen wir. Ja, Mega-Entwicklung sind jetzt komplett weg. Ne, die gibt's noch, die sind nur bei VGC nicht dabei für nächste Season, aber die gibt's auf jeden Fall noch. Ja, okay. Und bei den Attacken ist natürlich auch das Ding so, da muss man halt mal schauen, wie krass die sind, könnte man sich ja auch wieder denken, dass die vielleicht auch zu krass sein könnten. Ja, aber das wird auf jeden Fall schauen. Interessant, wie die Z-Attacken jetzt Einfluss nehmen oder nicht. Ja, einfach mal schauen. Da muss man mal abwarten. Auch, es gibt ja schon Geschichten, Swagger wäre nur noch 30% und so Sachen. Ja, das muss man muss alles man wieder erstmal abwarten. Anschauen. Ich glaube, bei XY hieß es irgendwie das Gleiche. Ja, erstmal wieder schauen. Ja. Ey, da sind ja wieder diese Yo-Sis, Alter. Yo-Sis.
Ist die Boss? Ja, sieht so aus, ne? Oder nur so eine Standard-Sys. Ne, Vorstand von Team Sky. Das ist Fran. Fran. Hey, wir gucken einfach mega happy, juckt uns gar nicht. Die will nicht kämpfen? Alter, was fuckelt der denn so rum? Jo, die sind nicht ja komplett hängen geblieben. Jetzt will sie doch kämpfen. Ja. Ich dachte ja, ist auch okay. Können wir mal die Z-Attacke ausprobieren, wie das aussieht. Ja, genau. Dafür sollte ja jetzt wohl auch ein Kampf gedacht sein, dann. Ja, auf jeden Fall Z-Attacke von Pikachu, ne? Mhm. Muss man jetzt halt erstmal einstellen, wenn das noch geht vorher. Sonst muss man switchen. Man muss einfach wechseln jetzt. Vielleicht ist auch Doppelkampf. Das wäre natürlich am krassesten. Mhm. Aber ich glaub's nur gegen die. Ja, die hat aber nur einen Mann. Ja, dann ja. Switch zu Pikachu. Oh, Golbat, extra der kriegt, Golbat, der kriegt, damit der wir den kriegt extra was haben. Auf jeden Fall umboxen. Der pickt sogar schon der macht Pikachu. Sogar Pikachu schon nach vorne. War wichtig. Macht uns alles ziemlich einfach gerade. So, jetzt haben wir hier Z-Kraft. Die Z-Kraft. Den kann man so einfach jetzt machen. Also. Ja, aktiviert und wir kommen auf Gigavolt. Ja, guck mal, haben wir auf jeden Fall schon mal auch was gelernt. So. Und dann jetzt. Tanzen wir jetzt rum. Jetzt wird's albern. Pikachu findet das auch krass. Denkt sich, jo, dann hau ich mal aber raus. Aber sieht auch ziemlich krass aus. Diese ganze Animation in so einem Turnierfight, Alter. Ja, das wird echt krass. Gigavolt, Funkensalbe. Gut. Wie soll der das überleben? Ja, war nicht schlecht, oder? Ja, war nicht schlecht. War nicht schlecht. Kann man ruhig mal so machen. Na gut. Ja, na gut. Z-Move, ne? Du hast gewonnen. Kann man nichts machen. Meinst du, das läuft dann so auch auf VGC ab? Kommen ja, die Leute an ja, so, ja, ja gut, Z-Move ist halt, kann ich nicht gewinnen. Hast halt gewonnen. War halt Matchup Z-Move. Respekt, du hast es echt drauf. Ja. Ja. Siehst du mal. Ist halt so, ne? So. Du Knalltüte. Du Knalltüte. Unsere Sis. Ja. Tschüss. Junge, wie die da davon schleicht, ey. Mit denen stimmt auf jeden Fall irgendwas nicht. Guck dir das an. Einfach jetzt kehrt er zurück. Hä, hey, wieso zurück? Das? Was für eine Rattenaktion. Du hast es echt total drauf. Aber ja, wir werden mal ein ganz großer Trainer. Ja, nächstes Jahr Worlds. Nächstes Jahr Worlds. Sun wird das Ding gewinnen. Hier hört ihr es zuerst. Ja, also kaufen wir jetzt beides Sun. Müssen wir halt. Ja, wir müssen uns dann auch Sun nennen. Das ist das größte Problem da drin. Ja, das wär Quatsch. Hey, der will uns den Malasada-Laden zeigen. Weißt du, was das ist? Nö. Du denn? Und die wollen uns auf jeden Fall wieder irgendwas schenken. Da stand irgendwas von Willkommensgeschenk. Jetzt freuen die sich nett. Alle erstmal. Ja. So, Speichervorgang. Speichervorgang. So. Ja. Wow. Und... Da kommt eine Cutscene. Meinst du, das ist das Intro? Nein, glaube ich nicht. Oh. Aber sieht schon alles ziemlich gut aus, ne? Ist echt gut. Guck dir das an. Boah. Geisteskrank, oder? Ja, ja, das, auf jeden Fall das war es scheinbar erstmal so als erster Durchgang. Man kann da noch ein bisschen was mehr machen, aber also zum Beispiel mit Tauros rumlaufen und sowas. Da wird es noch mehr Missionen geben, denke ich. Aber ich glaube, fürs Erste, als erster Eindruck war das dann erstmal ganz gut, oder? Mhm. Hat's dir gefallen? Mir hat's gefallen. Also man hat ja viel von der Welt auch gesehen und da
muss man schon sagen, haben die schon echt gut gemacht. Ja, war schon okay, ne? Also ich habe den freu mich Hype auch auf sehr jeden Fall für das Spiel. Ich glaube, das wird richtig aber gut. Aber ich fand jetzt nicht unbedingt nur durch die Demo auch so. Also ja, was auch vorher generell alles gezeigt nicht, wurde und so. Also ich ja, bin echt gespannt klar, drauf. Die ganzen Trailer und so. Es wird ja auch hier viel Content kommen, da freue ich mich auch schon drauf. Ja, ich habe auf jeden Fall auch einiges vor. Auch hergeben. Mit dir hoffentlich öfter zusammen. Ja, ja. Wenn und man mal dann, die Zeit immer findet hier, ne, dann machen wir ja, dann auch. Wenn man die Zeit findet, dann wird da auf jeden Fall einiges kommen. Mhm. Damit würde ich sagen, sind wir dann erstmal raus. Ich fand auf jeden Fall cool, dass du dabei warst. Für ja, ich fand's Video. Auch wieder gut, mal wieder endlich auf dem Channel hier so zu sein. Ja, dann demnächst helft, hoffentlich. Ich helfe dir ja gerne immer bei neuem Content. Ja, dann und demnächst nochmal was öfter hoffentlich. Und damit sind wir dann raus. Ja. Macht's, macht's gut. Viel Spaß. Vergesst alle nicht den, wann kommt's wieder raus? 23. November? Ja, in Europa 23. In Europa 23. November, das ist auch Quatsch. Das ist, ja, das ist auch totaler rauskommt. Quatsch. Das fand ich bei XY richtig genial. Ja, dass man dass sie es da geschafft haben und jetzt haben sie vergessen, vor allem, weil es dann, und weil so ist halt, Release, du bekommst halt so viel mit auf Twitter und sozialen ja, Netzwerken ja. vorher schon. Und, dann als Turnierspieler ist es natürlich nochmal schlimmer, dann willst ja, du da London, die ganzen Infos auch London vorsehen, zwei Wochen nach Release, da, naja gut, da braucht ja, man glaube ich ja. nichts mehr zu sagen, ja. da ist alles zugesagt. Ihr könnt ja auch mal eure ganzen Meinungen zu diesen ganzen Sachen, Release-Date und so in den Kommentaren ja, da lassen, wenn Fall. Ihr auch dazu was sagen wollt. Wir sind, wie gesagt, damit erstmal raus. Ja. Macht's gut. Macht's gut. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.